Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Iveco. Alice fährt gerade nach Deutschland, ich auch. Allerdings trennen sich unsere Wege. Ich mache noch einen kleinen Umweg und zwar nach Ulm zu Dave Solutions, nennt der Kerl sich. Ja, wie kommt's dazu? Ich habe ja hier einen neuen Iveco gekauft und ich musste mich natürlich vorher gründlich irgendwie informieren über dieses Fahrzeug. Es war jetzt nicht einfach so ein blauäugiger Kauf, falls das einige denken, sondern ich habe mich schon ausreichend informiert über die ganze Nummer. Und unter anderem war dieser Dave einer, der sich extrem mit diesen Ivecos auskennt. Der baut die aus, der baut da Kabinen drauf und so weiter. Und der macht die so ein bisschen alltagstauglicher. Größere Reifen und so weiter und so fort. Heißt, der kennt sich ziemlich gut aus. Da fahren wir jetzt hin. Da werde ich auch die Kamera mal ein bisschen mitnehmen, was der so macht. Und mich interessiert halt ultra jetzt alles so über die Karre, weil ich da echt technisch immer ein ziemlicher Nerd bin. Und deswegen geht es jetzt nochmal 3 Stunden nach Ulm oder 4. Und ja, wir machen uns dann einen schönen Tag, denke ich. Und morgen geht es dann für mich auch in die Heimat. Also kommt mal mit und seid gespannt, was wir da so erleben. So Leute, ich bin gleich bei Dave und ja, ganz lustig, ich wurde gerade von der Polizei angehalten, Verkehrskontrolle mit dem Motorrad, aber nicht irgendwie, weil es ein ausländisches Fahrzeug ist, sondern weil es ein Viehtransport ist, beziehungsweise er dachte, ich transportiere Tiere mit dem Ding und das hätte gegen das Tierschutzgesetz in Deutschland verstoßen, weil die Schotten halt dicht sind von dieser Box und die Tiere müssten natürlich Luft kriegen, aber war ganz sympathisch der Typ und ja, also alles bestens. Ja, der Weg hierher ist echt schön, schöne Landschaft, das ist der Schwarzwald und die Schwäbische Alb und ja, es ist richtig, richtig schick, muss ich schon sagen. Und der Iveco fährt auch die ganzen Anstiege wirklich mit Bravour, das muss man mal sagen. Da geht dem Sprinter doch teilweise echt die Luft aus. Das macht der Iveco halt durch die sehr kurze Achsübersetzung mit Bravour. Aber dafür ist er halt laut wie die Sau, weil er eben die kurze Achsübersetzung hat und dem fehlt ja der 6. Gang. So, ich bin jetzt hier beim Dave und bei seiner Karre. Und jetzt sieht man hier gleich mal, wie so ein Auto fertig aussehen kann, weil sicherlich habt ihr jetzt gedacht, als ich die Karre angeschleppt habe, was habe ich vor? Und genau das hätte ich dann irgendwie im Kopf, sowas zu bauen, wie es Dave umsetzt mit seiner Firma. Der baut die Kabinen. Du machst aber auch andere Sachen. Du machst ganz normal einen Camperausbau. Ja, Innenraum, Elektrik, Holzöfen, ja. Kabinen, Suche nach einem Basisfahrzeug eigentlich. Ja, alles um den Camper, ja. Alles um dich auf die Straße zu bringen. Ja. Alles so ein bisschen wie ich, nur viel professioneller und das ist richtig geil und ich habe den kennengelernt durch einen anderen Kumpel, Tobi, der hat mir ihm empfohlen als Iveco-Spezialisten und der 3 oder 4 so eine Dinger stehen hier rum und das ist echt ein Paradies und da sieht man, kriegt man halt echt mal einen Eindruck, was man aus den Dingern machen kann und ich würde sagen, wir gucken uns die Karre jetzt mal kurz von innen an. Was du da so, du wohnst da ja drin. Ich wohne da drin. Ja. Ja, mal gucken, ob aufgeräumt ist. Ja, egal. Schuhe kann ich anlassen. Ja, ah, das sieht schon wohnlich aus. Und das ist halt einfach so, hier kommt halt das Licht rein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, so würde ich mir das auch vorstellen. Eine richtig fette Dachluke, dass da richtig Licht reinkommt. Massives Holz. Massiv gebaut, genau, da war ich noch nicht mit Greenply und so weiter so vertraut. Damit arbeitest du jetzt, oder? Ja. Mhm. Also da haben wir halt, das ist halt alles mit irgendwie einer Handkreissäge, mit zusammensteckbarer Anschlagschiene und ein bisschen Oberfräse, also echt mit rudimentären Mitteln haben wir das gebaut. Und da kannst du halt einfach an so einem Multiplex oder an so einem Bambusbrett kannst du halt eine schöne Kante ranmachen. Dann sieht das halt direkt gut aus. Ne? Ja. Keine Umleimer. Dann für mich als Schubladen
ne, diese Euro-Pisten, das ist das Einfachste in Anrahmen. Würde ich auch genauso machen. Die sind leicht, wenn was drin ausläuft, ja. Gibt es keine Sauerei. Ah, hast du 20er Bosch-Profil genommen? 20er Profile. Perfekt. Dann stehe ich halt hier so auf so indirekte Beleuchtung. Ja. Ach, du hast sogar einen Backofen. Klar, sicher. Das ist halt schon, also unterwegs dann der Gamechanger. Auch wenn ich zum Arbeiten unterwegs bin, also zum Brötchen aufbacken morgens. Ja. Also wenn du keinen Bock hast, permanent Müsli zu frühstücken, dann machst du dir halt, stehst halt irgendwo im Industriegebiet oder beim Kunden und machst dir halt morgens deine Brötchen. Und warum hast du da zwei Wasserhähne? Das ist ein Trinkwasserhahn. Also ah, der hier wird mit Filter? Ich habe den Alpfilter drin. Ja. Diesen, wie heißt das, Pro Camper Set. Das heißt mit dem Befüllfilter und dann halt nochmal einen Trinkwasserfilter vor dem Wasserhahn. Und einen kleinen Ofen? Tiniest du Ofen. Ist das nicht der von Tobi? Das ist der von Andres. Ich weiß nicht, ob Tobi da auch mit drin ist. Der, also Tobi baut seine eigenen. Okay. Und Andres ist auch Schweizer, Tiny Stove, mit dem habe ich auch mal eine Zeit lang zusammengearbeitet. Geiler Typ, geiles Produkt. Bin ja Anbaupartner. So deine Holzschale. Ja, voll geil. Und ich, also, der hat mich so geil über den Winter gebracht. Ja, das glaube ich. Ich heiz damit durch, ne? Ja. Das ist Dieselstandheizung auf Thermostatmodus, wenn es halt nachts dann kalt wird, das ja ist klar. So, der Ofen, der hält vielleicht eine halbe Stunde oder so die Temperatur. Und das ist eine angenehme Wärme, das siehst du hier überall durch die Dieselstandheizung, das staubt halt alles. Ne, das staubt alles ein. Du kannst alle zwei Tage kannst du hier Staub wischen. Warum durch die Dieselheizung? Ja, wegen der trockenen Luft. Ne? Das ist ja im Endeffekt Ach so, ja. Es wird ja hier ja einfach Luft umgewälzt. Ja, ja, genau. Und das, also das siehst du überall. Das ist nach ein paar Tagen hast du hier wieder überall Staubschichten. Und hier noch eine hochgesetzte Sitzecke. Ja, weil Stehhöhe brauchst du halt nicht an der Sitzecke. Ne? Da ist ja, ja, der Stauraum klar drunter, da ist die Heizung drunter. Also Heizung hast du nicht außen, sondern. Nee, die Heizung ist hier drin. Ja. Genau. Und den Tisch kannst du. Den Tisch kann ich runter machen als Gästebett quasi. Ah ja, cool. Hm. Ist nicht das längste Gästebett, ich glaube 1,80. Und hier kannst du den Tisch verschieben auch, oder? Ja, genau, das ist hier. Im abklappbaren Bein, so, der geht dann runter. Hier kommen nochmal zwei so 20er Bosch-Profile rein. Ah ja. Weil ich, ach so, als, ne, klar, den, als Stütze. Der Tisch, der passt nicht perfekt dazwischen. Mhm. Aber eigentlich wollte ich den eher ein bisschen schmaler haben, dass man eben gemütlich dran sitzen kann. Ja, also vom Konzept her würde ich mir so eine Kabine auch so ähnlich vorstellen. Nur wahrscheinlich würde ich irgendwie in den Eingang, wo du jetzt stehst, noch versuchen, so eine Art Nasskabine das reinbauen. Das ist ja immer so der Klassiker, ne? Das war die Überlegung. Also eigentlich sollte hier der Ofen stehen, das ist mhm etwas niedriger. Mhm. Dann kam irgendwann die Garderobe. Das ist natürlich super wichtig, dass du was hast zum Jacken hinhängen. Und geplant war eigentlich hier eine Wand hoch, hier die Toilette und dann, wie du sagst, eben Nasszelle im Eingangsbereich, Toilette und eine Tür. Ich will nicht, dass jeder als erstes mein Klo sieht, also ist die Toilette verschlossen. Und wenn du halt im Bad bist, ist halt hier verschlossen. Ja. Dann hast du da dein Bad. Aber wenn du jetzt dir vorstellst, hier geht eine Wand hoch, nee, dann das ist macht der das ganze auch Raum ja ist halt viel kleiner. Und das macht es ja eigentlich aus, dass du hier sitzt und kannst rausgucken. Voll. Ich meine, ich komme vom Bulli. Ne? Das ist hier mein erster Bus gewesen, mein T4. Da ist einfach zwei Drittel vom Auto sind offen, wenn du die Schiebetür offen hast. Ja. Ne? Wenn das jetzt hier zu wäre, ich glaube, das wäre mir alles zu eng irgendwie. Hm, mit Sicherheit. Wenn du allein unterwegs bist, das passt. Ne? Also hier steht die Toilette, ich habe eine Außendusche mit warmem Wasser. Das geht schon meistens klar. Wenn das nicht klar geht, dann fahre ich irgendwo ins Thermalbad oder in die Boulderhalle. So ein bisschen meine Elektrik. Das ist natürlich jetzt eigentlich auch wieder eine schlechte Referenz, weil ist natürlich klar, wenn man das für sich selber macht, ist halt nichts beschriftet und so weiter. Ne? Mhm. Das ist diese Relaisbox. Ja. Da kannst du quasi, du gehst mit einem USB-Kabel hier hoch und kannst halt hier Wasserpumpe, Boiler habe ich drüber laufen, Victron Multiplus, WLAN. Ne? Das ist eigentlich ganz geil. Du legst halt nur ein USB-Kabel ja hoch. Und alles andere passiert hier unten. Ja. Man muss halt nicht mit allem irgendwie da extra Kabel hochziehen. Mhm. Genau, Reserveradträger selbst geschweißt, Heckstoßstange ist auch Eigenbau. Und ja, eigentlich alles an der Karre. Also das ist ja, da gibt es ja nichts von der Stange. Ja. Das gibt ja, kannst jetzt nicht eingeben, Stoßstange für Iveco Daily 4x4 oder Reserveradträger oder Kabine oder Zwischenrahmen. So, das ist alles selbst zusammengestückelt eigentlich. Ne? Ist nicht wie beim Sprinter, wo es wirklich jeden Anbauscheiß zu kaufen gibt. Nee. Ja, das ist schon quasi gar nichts. Ja. Halt Stauraum auch, ne? Das also da zwar drüber ist ja ein Bett. Da drüber ist mein Bett. Mhm. Hier hinten ist ewig viel Platz für Werkzeug, wenn ich halt zum Arbeiten unterwegs bin. Oder Boards.
Ja. Wassertank, 230 Volt Elektrik, das ganze Wassersystem. Da ist ein kleiner Boiler drin, Außendusche. Wie viele Liter sind das hier? Knappe 100 Liter, ja. 96 oder sowas, ja. Das sind GFK-Wände auch, genau, oben. Ja. Was Leichteres. Ja. Ich brauche halt auch diesen immensen Platz, so wie du hier, das brauche ich halt schon, weil ich halt übelst viel Angelzeug mit mir rumschleppe. Und ja, das ja, müsste wahrscheinlich ist ja sogar auch noch. Das ist prädestiniert für die Angel, oder? Weil ja, so. Ja. Stöpsel drauf, da ja, war schon die Überlegung, was macht man damit, ne? Das stimmt. Aber da hängen ja noch die Rollen gleich dran, ja, und so. Klar. Aber und ansonsten hier, ich habe hier all meine. Genau so, genau so. So muss es sein, ja. Das kommt halt hoch, du kannst Airline-Schienen hinten machen. Das ist halt das. Du bist ja frei dann. Du Karre baust, du kannst dir das alles überlegen und du musst dir das alles überlegen. Ja. Und das ist halt manchmal ein Punkt, wo man denkt, so, boah, vielleicht ist das eine Nummer too much. Ja, es kann ganz schön ausarten. Du kannst hinten machen, vorne machen, mittig machen. Du kannst auch die Tür hinten in der Mitte machen. Du kannst auch hinten einen kleinen Alkoven machen, der über das Reserverad drüber steht. Weißt du, wie ich meine? Also ja. Das geht ja alles. Ja, ja. So, und das ist natürlich eigentlich das Geile und die Challenge da, aus vielen Ideen, die es schon gibt, halt das Geilste für sich rauszufinden. Ne? Was hast du hier für eine Kabinengröße? 3 Meter lang oder was? 1,90 hoch? 1,20 glaube ich. Ja. Innenhöhe ist 1,88 und ja. 2,10 Meter breit. Und ich würde sagen, Hecküberhang ist schon relativ am Maximum. Ja. Geht noch gerade so klar. Ja. Und der ist halt ultrawendig, ne? Also ja, ja, voll. Du siehst den eigentlich echt, wenn du in der Ortschaft fährst und musst umdrehen, wenn da eine schmale Bushaltestelle ist oder so, dann drehst du den da einfach auf der Stelle. Das ja. Ist halt im Gegensatz zu deinem komplette Basisausstattung, da ist halt nichts. Naja, das Einzige, was ich mehr habe, ist ein elektronischer. Elektrische Fensterheber und ja. Spiegel. Ja. Und das ist halt hier alles manuell, finde ich aber eigentlich ganz geil, weil was nicht da ist, kann halt nicht kaputt gehen. Ja. Ja, dann hier diese Armaturenbrettproblematik. Ja. Also, das ist schon das Gute. Ja. Wir fahren jetzt mal hier in den Wald rein und wollen mal den Allrad testen. Mal zeigen, wie der Allrad hier zugeschaltet wird. Weil das habe ich selber auch noch gar nicht so richtig gecheckt und getestet. Genau, wir haben einmal hier das Zwischengetriebe, Verteilergetriebe. Wir sind jetzt hier in 2 normal, wir können in 4 normal. Das hier ist quasi wie ein Leerlauf und das ist 4 reduziert. Also das wäre dann die Untersetzung. Ja. Das heißt, wenn wir den Hebel runterdrücken und einmal nach vorne gehen, dann wären wir jetzt im Allradantrieb. Das wäre nochmal ein Leerlauf. Und hier vorne ist dann die Untersetzung. Ja, das wird dann auch hier angezeigt. Also Allrad ist jetzt eingelegt. Und der Schildkrötengang. Also die Untersetzung. Jetzt haben wir außen ja Freilaufnaben dran. Das heißt, wir sind jetzt zwar untersetzt in dem Allrad, aber weil die Freilaufnaben noch offen sind, sind wir gar nicht im Allrad. Gar nicht im Allrad. Ja. Das ist ja eigentlich die Challenge bei der Karre. Jetzt gucken wir halt mal, wie weit wir mit dem Heckantrieb kommen. Ja. Was der gemeine Sprinterfahrer so dazu sagt. So, und jetzt siehst du schon, das ist jetzt der zweite Gang mit der Untersetzung. Du kannst hier super, also du kannst eigentlich jetzt komplett vom Gas gehen. Das ist ja der Unterschied beim Sprinter. Der Sprinter hat eine 1,4er Untersetzung, normal Werkseilrad. Und der hat hier die 2,7er. Ja, genau. Genau. Ja, so ist es. Jetzt brauchst du eine Differentialsperre. Braucht man eine Differentialsperre? Oder halt. Aber du kannst die Differentialsperre jetzt auch reinpacken ohne den Allrad. Genau, Differentialsperre würde natürlich jetzt auch gehen ohne ja. Allrad. Aber jetzt zum Zeigen mal die Freilaufnaben zu gehen. So, jetzt muss das gehen. Ja.
das ist schon. Hier steht er jetzt ja ganz gut drin. Und hier siehst du jetzt auch schon, wie der sich dann abhebt. Ne? So, jetzt haben wir hier mal eine Absetzkabine für den Kandidaten. Also das ist jetzt eine Doppelkabine und der wird zum Arbeiten genutzt und deswegen Absetzkabine, wie bei so einem Pickup. Wie bei so einem Pickup. Ja, und die ist aber noch nicht, die ist noch im Ausbau. Und das meinst du da oben mit Kleiderschrank? Das ist quasi, gibt der Kleiderschrank da oben dann, ne? Ja. Und wie wird es, machst du ein Netz davor oder wie? Ich denke mal Schiebetüren, dass wir 4 Schiebetüren machen, ja, die du quasi gegeneinander verschieben kannst. Ja. Dass es immer zu ist. Den Alkoven innen quasi schön ausfilzen, dass es da dann ja, einfach schöner Kleiderschrank gibt. Ja. Wo sind die Seitsfenster, genau. Ja. Ja, siehst du eigentlich schon den Unterschied zu einem klaren Fenster. Wenn du das jetzt hier aufmachst, ist klar, das ist schon dunkler. Ja, wie gesagt, die K-Best, die ich da nutze, die sind billiger und die sind auch getönt. Aber der... Aber du kommst, kriegst halt hier ganz gute Helligkeit über das Fenster rein. Ja, also der hat ja... Das da ist ja noch hier die größere, die haben jetzt zu. Ich wollte gerade sagen, die ist ja... Ach, die ist noch größer. Die ist noch größer. Das ist so wie bei mir. Wie bei dir. Ja, genau. Wie ist hier das Konzept? Wie soll es weitergehen? Also hier kommt jetzt hier rechts eine Sitzbank. Ach. Ja. Sitz, Tisch, Sitz, mhm. Hier mit Toilette und Co. drunter, da Tisch, den Tisch kann man runter machen, dann hast du hier ein Gästebett. Ja. Und da drüben kommt ungefähr 10 cm tief, kommt einmal ein Wanddurchbruch, also wie so eine Ablage. Genau, wie eine Ablage, hier kommt runter, wie beim Dave, ja. Hier kommt eine Ablage durchgehen, also die... Das Gästebett wird 1,90 ungefähr. Mhm. Dann geht das hier rüber und hier, wo ihr steht, kommt halt die Küche hin. Also, ah, ja. Die machen wir in so einem, also die läuft hier so tief und dann läuft die mit so einem Bogen hier zur Tür. Ja. Hier Garderobe und Schuhzeug. Ja. Waschbecken, dann kommt der Herd mit, also derselbe wie beim Dave. Mhm. Ofen mit, Herd mit Ofen. Das ist Gas, oder? Ja. Kühlschrank kommt hier unten drunter und dann eventuell, also wir haben uns extra Platz gelassen. Und da kommt hier der Holzofen hin. Ah ja. Dachdurchführung. Holzofen muss sein. Ja. Dusche kommt hier auch keiner rein. Passt ja nicht. Außen Dusche. Oh, das ist aber auch eine richtig schöne große Durchlade. Ja, hier die geht nach da auf, nach, also seitlich auf und die auf der anderen Seite klappt nach oben auf. Ah ja. Warum? Was ist der Hintergrund? Hintergrund ist. Oder Hintergrund wäre, dass die da. Die hier nicht vors Fenster genau, klappt. Genau, ne? Die hier nicht vors Fenster klappt. Mhm. Wenn die nach oben geht, geht die auch vors Fenster. Ja. Und so drüben kommt Dusche und so hin dann. Du bist halt irgendwann an dem Punkt, dass einer sagt: Okay, pass auf, wir brauchen jetzt deine Maße von den Stauraumklappen. Dann können wir bestellen und dann rechnest du dir das halt aus. Und ich habe jetzt zum Beispiel noch 10, 15 cm Platz. Bis zur Bettplatte. Und das ist eigentlich verschenkter Raum. Ja. Warum soll ich das kleiner machen? War natürlich schön, hier Platz zu haben, um was ranzuschrauben, aber du kannst ja was ranschrauben, auch wenn das Ganze. Ja, ja. Du kommst ja schon besser ran. Jetzt ist das natürlich so, ich hänge meine Boards hoch und so, die sind dann eh weg. Aber eigentlich Stauraumklappen so groß machen wie möglich. Na, bei mir war halt, ich habe keinen Platz für Ersatzrad hinten drauf, mhm. Weil ich eh durch die Doppelkabine die kürzere Kabine habe. Die Türklappe musste also mindestens so groß sein, dass die dicken Reifen durchpassen. Ja. Beim Dave nicht möglich. Ich habe eine fette Angelliege, übelst klobig. Würde bei dir auch nicht durchpassen. Habe ich gleich gesehen, scheiße. Hier würde sie durchpassen. Das ist halt das Geile, die bestellst du halt auf Maß. Du kannst die Tür 5 cm höher machen und 5 cm schmaler oder eine Schräge rein oder sowas. Das ist ja... Genau, bei der Tür wichtig, also wenn wir... So mit Kisten ein bisschen arbeitest, dann muss halt durch so eine Tür muss eine Kiste passen, die voll ist. Meinst Euroboxen? Ja. Mit rechts und links Hände dran. Die muss da durchpassen, sonst macht es keinen Sinn, wenn du die jedes Mal voll beladen querstellen musst. Und hinten hat sie keinen Bock, das Reserverad dran zu hängen, weil... Durch die Doppelkabine habe ich halt... Aber das... Der Überhang ist über einen Meter länger, wegen der Doppelkabine. Also ich habe jetzt 10 cm mehr Überhang als Dave, aber hätte ich den Reifen hinten dran gemacht, Auf was für einer Fahrzeuglänge bist du denn mit der Kabine? Weißt du das?
6 Meter? Nee. Nicht ganz? Ja. So, jetzt haben wir hier gerade noch eine Kabine, die gerade sich im Aufbau befindet. Auch für ein Daily. Und ja, was gibt's da zu sagen? Ja, was gibt's da zu sagen? Umgedrehter Grundriss, die Tür hinten, Bett vorne. Alkoven nur als Staualkoven. Aber wenn du das hier so zeigst, dann ist eigentlich klar, also die Außenwand ist ja hier draufgestellt, das ist jetzt die Außenwand, ja. Das ist der Boden und hier sieht man eigentlich die doppelten Lagen und das sind die Einleger, die laufen über den Streben, über den Auslegern vom Zwischenrahmen. Da sind diese hochfesten Aluplatten eingelassen, in die dann unten die Gewinde reingeschnitten werden für die Schrauben, wo es am Zwischenrahmen verschraubt wird und so sieht das Ganze dann im Schnitt aus. Ne? Das wird quasi hier geklebt. Man sieht es noch hier ein bisschen. Wir nehmen Zahnstocher. Die haben 1,5 mm, um eben den 1,5 mm Klebespalt zu gewährleisten, dass wir das nicht auf Null drücken. Und dann wird das hier mit einem flexiblen Kleber, Einfahrkleber verklebt. Und eigentlich die Stabilität kommt dann nachher dadurch, dass hier dann die Winkel drüber geklebt werden mit einem 2K-Kleber. Ich nehme innen 30er Winkel, einfach auch um einen schönen Abschluss zu kriegen. Und das gibt natürlich zusätzliche Stabilität. Ja. Ne? Somit ist quasi alles, was Schaum auf Schaum ist, mehr oder weniger flexibel verklebt. Und alles, was GFK zu GFK ist, ist halt starr verklebt mit dem 2K-Kleber und da bewegt sich dann wirklich nichts mehr. Und wenn es einen richtigen Schlag von einem Ast oder so gibt, kann das GFK... Ja, wenn es einen Schlag vom Ast gibt, also wir haben hier eine Einlage in der Außenwand, das ist eine Wabenstruktur, 3,5 mm dick und die würde eben einen Schlag auf eine große Fläche verteilen. Ne? Wir können gleich mal so ein Musterstück nehmen, dann können wir da mal mit dem Hammer draufhauen, dann sieht man das schon recht eindrücklich. Ja. Also du kriegst das eigentlich kaum kaputt. Du musst schon richtig dagegen schlagen. Wenn du natürlich mit einem 3,5 Tonner rückwärts gegen ein Vordach fährst oder so, das kein Millimeter nachgibt, dann ist da natürlich ja. nichts drin. Das ist aber auch nichts, was man nicht reparieren kann. Kriegt man wieder geflickt. Das kriegt man wieder geflickt, aber das ist schon... Das ist schon sehr solide, obwohl das hier im Außen, in der Außenschicht, ich weiß gerade gar nicht bei der Wand, aber wir nehmen meistens so zwischen 0,8 mm und 1 mm halt GFK. Ja, und hier könnte beim Wunsch noch ein Durchgang, wie es ja viele haben, reingebaut werden. Das wüsste ich auch nicht, wie gesagt, ob ich da nicht auch Bock hätte, weil, ja, wie ich es halt gesagt habe, man geht, oder Alice zum Beispiel geht gerne mal während der Fahrt nach hinten. Du sagst, das brauchen wir nicht. Ich sag, das hat mehr Nachteile als Vorteile. In erster Linie kommt bei dieser Durchgangsdiskussion oder bei der Durchgangsthematik kommt eigentlich immer dieses, wenn ich mal flüchten will. Ich hatte ein paar komische Situationen, aber im Normalfall ist das so, dass man halt an irgendeinem Aussichtspunkt steht oder an einem schönen Spot und dann kommt halt abends da am Samstag die Dorfjugend mit dem Corsa, mit einem Kasten Bier, macht den Kofferraum auf und die machen da Bambule und dann fährt man eben weg. Aber das sind jetzt keine Situationen, wo ich sage, da traue ich mich nicht aus dem Auto raus. Das ist eigentlich ein Komfortding. Du kannst nach vorne gehen. Du hast vielleicht auch dieses Zweiraum-Geschichte. Also sagen wir jetzt einfach deinen Wintergarten vorne. Wenn man sich mal auf die Nerven geht, kann einer sich mit dem Laptop nach vorne setzen und muss halt nicht außen rum durch den Regen. Du hast aber zwei Türen. Eine in der Kabine, eine im Fahrzeug oder es ist sehr laut. Du hast dazwischen irgendeinen flexiblen Balk. Es wird lauter, Lichtigkeiten, isolieren musst du es irgendwie. Du verlierst den Platz an der Stirnwand. Das heißt, mit dem Grundriss, den wir jetzt hier haben, mit dem Bett an der Stirnwand, würde das schon mal gar nicht gehen. Du verlierst den Platz an der Rückwand vom Fahrzeug, kannst da irgendwie alles umbauen. Zwei Scheiben raus, die Rückwand ändern und so weiter. Also ja, das ist es. Wie macht man es denn mit der Scheibe zum Beispiel? Die müsste dann raus, oder? Du nimmst beide Scheiben raus, machst dann Bleche rein, machst dir einen Rahmen. Ne? Also kann ich dir mal Fotos zeigen. Mhm. Hier vom Axel, wie der das gemacht hat. Aber das ist natürlich so ein Thema für sich. Ne? Wie alles. Bad ist ein Thema für sich, eine Dusche innen ist ein Thema für sich, ein Durchgang ist ein Thema für sich. Deine Astabweiser oben werden ein Thema für sich. Ne? Das kann man alles irgendwie mal kurz machen, aber während dem Bauen merkt man dann halt schon, ja, so ein paar Details gibt es dann halt immer zu beachten. Gerade beim Durchgang, ja, das muss halt dicht sein. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. So, hier sieht man jetzt nochmal so eine, ist 40 mm? Ja, 43 mm kommt das dann meistens raus. 42, irgendwas, 43. Das ist die Waben Außenhaut. Genau. Und das ist innen. Innen ist das auch quasi Gewebe verstärkt oder verwebtes GFK. Ja. Da sieht man, das geht in beide Richtungen. Außen auch, aber nochmal halt grober. Mhm. Das kommt einfach drauf, dass diese
Oberfläche halt innen drin einfach schicker aus. Ja. Ne? So in der Wand. So, jetzt kannst du ja mal. Ich haue. Ja, hau mal drauf. Ja, das war jetzt so ein starker Astschlag. Krass. Du siehst zwar den Hammer. Ja, aber fühlt es nichts und durch geht auch nichts. Ne? Also darum geht es ja eigentlich, dass du diese Schicht nicht durchbrechen willst. Ne? Ich denke mal, wenn ich jetzt richtig drauf knulle, so kriege ich sie durch. Ja, aber da musst du schon... Aber es ist ja nicht realistisch. Du musst ja schon ordentlich dann... Also, können wir mal hier machen. Oder halt so schräg, ne? Aber... Wenn du den Hammer wirklich gerade... Dann kannst du da schon richtig ordentlich... Wenn du jetzt hier so schräg natürlich mit einer Kante drauf gehst, ne? Aber selbst die ist halt nicht durch. Ja, darum geht's. Ja. Und dann hast du ja meistens noch einen Raptor da drüber. Der ist ja auch nochmal eine extra Schicht. Da bist du halt direkt durch, ne? Ja. Weil krass, was das ausmacht. Weil einfach diese Struktur, ich kann mal gucken, ob ich es auseinanderkriege. Ja, machen wir hier nicht die. Reingucken. Das ist natürlich geschlossen. Aber du siehst ja hier die Waben quasi von außen. Also das sieht wirklich aus wie eine Honigwabe. Ja. Und das, was ich jetzt gemacht habe, von der Ecke kriegst du das natürlich immer ausgezogen. Ne? Wenn du jetzt aber hier einen Haken dran klebst, du würdest das aus der Fläche nicht rausziehen können. Ja. Ja, da danke ich dir auf jeden Fall für deine Gastfreundlichkeit. Gerne. Ich bin mal gespannt, was aus dem Daily wird. Ja, das bin ich auch. Ja, Leute, also ein richtig schöner Tag geht zu Ende hier bei Dave. Und das hier hinter mir ist mein Schlafplatz für die Nacht. Sprinter ist ja mit Alice unterwegs und ich finde, das ist mal ein richtig geiler Ersatz hier in so einem Dachzelt. Das ist meine erste Nacht im Dachzelt, das ist auch die erste Nacht, die in diesem Dachzelt gepennt wird. Und ich denke mal, könnte schlechter sein. Also, gute Nacht und morgen geht's für mich dann in meine Heimat. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so jetzt von diesem Iveco haltet und vor allem auch von so einer GFK-Kabine. Ich finde es richtig geil, mich hat es voll überzeugt und ich bin gespannt, wie der Weg mit dem Iveco weitergeht.